Wenn sich meine Moderationskollegin Anina Frey wieder in waghalsige Mutproben stürzt, heisst es Frey von Sinnen. Das Mal versucht sie sich in 5 Randsportarten. Dabei geht sie unter Wasser, an Land und in der Luft an ihre Grenzen. Zum Auftakt ist sie gerade mal abtaucht. Im Hallenbad Oerlikon spielt sie mit dem Team Wahoo Underwater Hockey Zurich. Wie es der Teamname schon sagt, Unterwasserhockey. Spieler, alle mit einem Ziel, den Böck auf dem Grund des Schwimmbeckens ins gegnerische Tor zu bringen. Das ist Unterwasser-Hockey. Hopp! Und sind wieder alle weg. Zack, sind alle wieder weg. Ich weiß nicht, was passiert. Was hier unter Wasser alles passiert, das hat sich für Neobadenixe Anina Frey noch nicht erschlossen. Zum Zuschauen ist es jetzt nicht der spannendste Sport, weil alles passiert irgendwie unter Wasser. Aber bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn ich unter Wasser bin. Zum Glück kommt er daher geschwommen. Robin Schwarber, Anina Freys Unterwasser-Coach. Hey, hoi! Hallo! Du bist der Robin? Ja, genau. Es geht dir recht ab, die Arche, aber vor allem Unterwasser. Also Oberwasser sieht man ja nicht so viel. Ja, das ist alles Unterwasser, richtig. Das heisst, du zeigst mir jetzt, wie das genau geht, wie man Unterwasser-Hockey spielt. Mache ich sehr gerne, ja. Cool. Was mache ich? Das Badzeug zuerst anziehen. Also gut, das Badzeug anziehen. Dann melde ich mich nachher zurück. Ja, genau. Gut, dann machen wir das. Ich kann schwimmen, das ist schon mal keine schlechte Voraussetzung. Luft anhalten kann ich auch. Es ist ja ziemlich athletisch auch. Und eigentlich kann das jeder spielen. Die Frage ist einfach, wie lange das man braucht, bis man einigermaßen spielen kann. Also, was brauche ich alles? Also, das Backen ist schon mal an. Backen? Super, genau, das braucht man auch. Okay. Am besten fangen wir oben mal an. Ja. Wir haben so eine Kappe hier. Zum Schutz, vor allem für die Ohren. Es gibt immer ein weißes Team, ein schwarzes Team. Das heisst, jeder Spieler hat eigentlich immer 2 Kappen, weiß oder schwarz. Okay. Ich gebe dir jetzt mal, welche Farbe hast du lieber? Rosa-rot. Rosa-rot haben wir leider nicht. Dann ist schwarz. Okay. Schwarze Kappe für dich. Voilà. Gibt es also einen Test, so einen Saugtest irgendwie? Genau, du kannst sie anziehen und dann ein bisschen ansaugen. Und wenn sie hebt, ist es eigentlich gut. Gut, die ist dann ist gut. Das auch schon mal gut. Ein, das ist aus Silikon, genau. Ein Spider-Man-Händchen. Das ist doch Spider-Man. Passt das? Ja. Sehr gut aus, ja. Genau. Wieso ist Silikon? Silikon einfach vor allem wegen Wasser und es ist vom Schutz zum Boden, zu anderen Schlägern, zum Berg, ist einfach vom Schutz. Okay. Ein Orange, genau. Ich habe meine Farbe gefunden, fast pink. Was du noch brauchst, ist natürlich, du aber nicht individuell, ein Berg. Perfekt. Ist aber ziemlich schwer. Ui, okay. Ich habe mich gewundert, der ist ja nur am Boden. Genau. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, was auf mich zukommt. Man sieht eine Masse von Leuten, die irgendwie in der Mitte des Schwimmbads schwimmen. Und dann macht es plopp und alle sind weg. Ich und Flossen, das ist... Ja, Flossen sind nur gut im Wasser, gell, ich merke es ausser dran. Hey, der ist... Der liegt bescheuert aus. Also, okay. Einfach drüber. Drüber, ich hoffe, es stimmt ungefähr. Sie muss natürlich schon etwas eng sitzen. Ich habe noch so Tobi Haar oder so. Und den Pack und jetzt bist du eigentlich stark. Von Kopf bis Fuß ausgerüstet. Jetzt folgt die Probe aufs Exempel. Am besten einfach mal schwimmen. Okay. 15, 20 Meter. Obligatorisch vor dem Spiel Aufwärmen, crawlen und tauchen. Das ist ja mal einfach. Wenn es nur dabei bliebe. Fertig geübt. Nun muss Anina Frey in einem Unterwassermatch die Anweisungen ihres Coaches umsetzen.
mein Ziel ist, dass Danina ein Goal schiessen kann. Wir zu kämpfen haben mit den anderen Spielern. Das ist so ein Knäuel, alle unter Wasser, Luftblasen, Schläger, Flossen. Ich glaube, das wird sehr ein Chaos unter Wasser, schlichtweg. Es ist eigentlich nur ein Chaos, wenn man es nicht kennt. Also, in dem ganzen Spiel sind Formationen, Strategien mit drin. Auch wer ist wann oben, wer ist wann unten. Eishockey gilt beim Unterwasserhockey Fairplay. Der Puck darf nur mit dem Schläger berührt werden. Gespielt wird 2x 15 Minuten. Da ist Lungenvolumen gefragt. Mega viel schnaufen, um zuerst mal runtergehen und ein, zwei Schüsse machen und dann sofort wieder rauf. Also es braucht wirklich sehr viel Schnauf. Ich habe natürlich nicht, dass ich die Spieler sehr viel trainiert habe. Das ist nicht die einzige Herausforderung. Das ist ein Getümmel, das ist so ein Haifischbecken da unten. Da kriegst du eine Flosse links am Kopf, irgendwie, so ein Stecker rechts am Kopf, irgendein Haut, irgendetwas sonst. Also es ist wirklich ein Getümmel. Eigentlich schön, es gibt einen schönen blauen Fleck hier auf meinem Knie. Eigentlich ist es ein Non-Contact-Sport, hat man gesagt, also kein Körperkontakt. Steilvorlage ihrer Teamkollegen heißt es Team Anina gegen Team Weiß 1:0. Und das bedeutet Ziel erreicht. Ich habe das Goal geschossen! Ich habe mich gefreut! Gut, sie haben wieder mal sind sie wirklich ziemlich nett gewesen mit mir, weil ich hatte sonst eine große Chance gehabt. Aber ich habe das Goal geschossen! Ich habe Freude. Sie hat das sehr gut gemacht. Also, ich war überrascht gewesen. Es war vielmals unten, auch am Puck, in der Nähe des Pucks. Es ist gut mitgeschwommen an der Oberfläche. Ich habe gemeint, es ist ein bisschen Bikini anziehen, ein bisschen paddeln, dann so ein bisschen. Aber nein, es ist es nicht. Es ist Sport. Und halt mit dem Wasserwiderstand, das merkt man dann relativ schnell, dass es doch noch also ein bisschen herausfordernd ist. In der nächsten Folge von Frei von Sinnen hat Anina Frey dann wieder festen Boden unter den Füßen.